Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Euter im ganzen Land? Ist es Frieda, Urmelchen oder gar eine ganz andere Kuh? Jeder Landwirt weiß, warum seine Kuh die schönste ist. Also sie hat ganz hervorragende Beine, besser gehen die eigentlich schon fast nicht. Sie hat einen ganz tollen Körper und sehr viel Ausstrahlung und sehr viel Korrektheit an sich. Ob sie unbedingt die schönste ist, das müssen andere entscheiden. Aber sie kommt aus einer berühmten Familie, ist auch schon getestet bezüglich ihrer Erbveranlagung und das sieht sehr erfreulich aus. Sie hat schon ziemlich viel, wir nennen das Stil, einen sehr eleganten Ausdruck für das junge Alter. Also die sieht sehr vielversprechend aus, was ihr Exterieur angeht, ihr Aussehen. Ja, sie trägt den Kopf schön und durch ihre Körpertiefe wirkt sie halt ziemlich edel. Weil ich der Auffassung bin, dass sie vom Körperbau ganz korrekt gebaut worden ist. Und ich denke auf so einer hochkarätigen Auktion, dass da solche Tiere hin müssen. Doch bevor Kuh auf den Catwalk darf, so wie hier auf der Elite-Auktion in Hamm, muss sie erst einmal zum Friseur. Waschen, schneiden, föhnen gehört hier auf der Schau zum Standardprogramm. Denn je schöner die Kuh, desto mehr bekommt der Bauer für sie. Dafür müssen aber erst ein paar Kriterien erfüllt werden. Also in erster Linie muss sie natürlich korrekt im Körperbau sein. Sie muss eine gute Beckenlagerung haben, weil das wichtig ist, nach dem Kalben sich wieder zu regenerieren. Und sie muss ein gutes Euter haben. Die Euterbalance muss gut sein. Das Euter muss fest aufgehängt sein, damit es gut gemolken werden kann. Dazu muss sie noch gute Bewegungen zeigen, ganz trockene Fundamente haben, damit sie eben auch damit alt werden kann. Das sind eigentlich die wichtigsten Bereiche für mich. Um den höchstmöglichen Preis zu erzielen, engagieren Landwirte sogenannte Kuhfütterer. Thomas Schulte-Lohmöller und Sönke Strutthoff wurden extra aus Niedersachsen engagiert, um Kalb-Urmelchen für die Schau herauszuputzen. Ja, wir wurden halt jetzt beauftragt von dem Landwirt, das Tier für die Auktion fertig zu machen, zu scheren. Jetzt geht es eigentlich erstmal nur ums Scheren. Wird eigentlich alles abgeschoren bis auf die Oberlinie hier. Das bleibt stehen, um nachher hier den Rücken schön gerade zu machen. Doch bevor die zwei Kuhfütterer Urmelchen scheren, wird sie erst einmal gesäubert. Keine leichte Arbeit, die Verkrustungen sind hartnäckig. Dann wird sie schnell trockengelegt und festgezurrt. Warum die hübschesten Kühe auf den Auktionen meist den besten Preis erzielen, weiß Sönke genau. Nur eine schöne Kuh heißt, dass sie ein super Fundament hat, super Typ hat, super Exterieur, also Gesamtpaket, harmonisch. Und wenn sie sich auf einem guten Fundament bewegt, heißt auch, dass sie halt lange überleben kann. Um dieses Ziel zu erreichen, muss auch der Bart ab. Denn ein langer, schlanker Kopf strahlt Mütterlichkeit aus und vieles mehr. Ja, also der Kopf wird ein bisschen kürzer geschoren, Kopf und Hals. Weil der Kopf muss edel sein, lang sein, feinzellig. Der Hals soll lang sein und soll ein großes Maul haben, damit die möglichst viel Grundfutter aufnehmen können. Und durch die hohe Grundfutteraufnahme ist sie nachher mit der Milchleistung oder Milchmenge, was sie dann pro Tag geben sollen, ein bisschen leichter, wenn sie dann viel Futter aufnehmen können. Besonders wichtig ist auch die Rückenlinie. Dafür richtet der Stylist mit einer Metallbürste die feinen Härchen auf, um sie anschließend mit Föhn und Festiger zu fixieren. Oberlinie ist die Rückenlinie hier oben, wenn man hier so rüber guckt. Das muss eigentlich richtig gerade sein und dies hinten ist das Becken oder Sitzbein. Und diese Beckenlage sollte immer abfallend sein, leicht abfallend, damit wenn die Kuh kalbt, damit die sich nach dem Kalben besser reinigen kann. Eine korrekte Oberlinie deutet also ein gebärfreudiges Becken an. Ein bisschen Mogeln ist beim Fitting erlaubt. Da gilt es, die Stärken zu betonen und kleine Schwächen zu kaschieren. Wenn sie jetzt an irgendeiner Stelle, sag ich mal, eine Lücke hätte oder weniger Haare irgendwo, dann ist es halt Pech. Also man darf nur die natürlichen Haare hochstellen und fixieren, sprich mit dem Haarspray festkleben. Kühe sind Fluchttiere. Deshalb müssen die beiden Vertrauen zu Urmelchen aufbauen. Jetzt ist das große Problem, spielt sonst keine Rolle, aber jetzt, wenn sie mal hustet, dann kommen die von meinem Rücken hoch. Da muss man jetzt schon gewaltig aufpassen. Deswegen hört er jetzt gerade auch auf mit Scheren. Weil wenn er am Kopf weiter scheren würde,
kann das mal sein, dass sie ein bisschen rumzappelt. Urmelchen steht heute nur zum Verkauf. Sie ist noch zu klein, um auf dem Catwalk zu laufen. Dafür darf Loga aus Stur in den Ring. Sie wird noch kurz vor der Schau frisch gemacht. Und schon kann es losgehen. Fragt sich nur, wer kurz vor der Schau auf einer Skala von 1 bis 10 nervöser ist, die Kuh oder der Bauer. 9,5 von 10 Punkten, würde ich sagen. Obwohl man ja schon lange dabei ist. Ne? Aber ja. Ja, wenn man hier so einen Klassenfüller hätte, einfach nur zum dabei sein, dann wäre man nicht so. Aber je mehr Leute danach gucken und danach fragen, das Fernsehen kommt. Jetzt wird's spannend. Ein prüfender Blick vom Preisrichter. Loga macht den ersten Preis in der Kategorie abgekalbte Kühe und wird für 7.500 Euro verkauft. Da war wohl doch Loga die schönste Kuh aus Niedersachsen. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.